Und damit recht herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video vom Train Simulator hier bei Nordrhein TV Play mit mir, dem Zengis. Ja, in der Zeitrechnung vom Train Simulator ist mal wieder ein neues Jahr angebrochen, und zwar das Jahr 2020. Und das bringt natürlich mal wieder ein Streckenbundle mit, wie es sich halt für den Train Simulator gehört. Und zwar ein Streckenbundle aus drei Strecken. Diesmal sind mit dabei die Strecke Nürnberg-Regensburg, dann die Norfolk Southern N-Line und die Southwest Main Line. Also mal wieder eine englische Strecke, mal wieder eine amerikanische Strecke und eine deutsche Strecke. Und neben dem Streckenbundle gibt es natürlich auch das kostenfreie Update. Und das bringt diesmal ein paar interessante, nette Sachen mit sich. Also es ist natürlich kein neuer Train Simulator. Ich meine, für ganz neue Sachen haben wir halt Train Simworld inzwischen in der Welt der Zugsimulationen. Aber auch hier geht es halt immer ein bisschen weiter. Es kommen neue Strecken, es kommen immer mal wieder Updates und so. Also kann man mal gespannt sein, wie das Ganze jetzt weitergeht. Wir gehen jetzt mal kurz in die Einstellungen, weil hier haben wir nämlich jetzt die Möglichkeit, über Erweitert und dann hier auf Nächste, die Möglichkeit, Tiefenunschärfe zu aktivieren. Ich habe das jetzt deaktiviert, und zwar aus einem sehr einfachen Grund. Erstmal kann man es im Spiel leider oder während des Spiels leider nicht mehr wieder verändern. Aber das Problem ist, bei der Tiefenunschärfe ist es halt so, man schaut auf den Tacho, die Strecke ist unscharf. Man schaut auf die Strecke, der Tacho oder beziehungsweise das ganze Cockpit, der Führerstand, ist unscharf. Und so kann man meiner Meinung nach nicht so wirklich gut fahren. Es sieht schön aus, es hat so ein bisschen so ein Hollywood-Charakter, sage ich mal, so mit diesen unschärfen Spielen. Aber da kann jeder gerne natürlich rumprobieren, aber es gibt diese Einstellung und das ist auch ganz nett eigentlich. So. Also würde ich mal sagen, wir schauen jetzt rein in die deutsche Strecke, und zwar Nürnberg-Regensburg. So, und da sind wir schon angekommen hier in Nürnberg Hauptbahnhof. Guten Tag, Lokführer. Es ist ein schöner Sommernachmittag hier in Nürnberg. Sie fahren einen Regionalexpress nach Regensburg und steuern nach der Abfahrt um 13.36 Uhr folgende Halte an. Neumark, Oberpfalz, Parsberg, Beratzhausen und Regensburg Hauptbahnhof. Okay, keine Verspätung, wunderbar, also sollte alles gut gehen. Und ja, hier sind wir wieder im Train Simulator. Wir öffnen natürlich direkt die Türen von unserer Baureihe 440 und richten uns mal hier häuslich ein. Und da geht's los. Also wir sind das Fahrzeug schon mal hier auf dem Kanal gefahren, aber das ist jetzt irgendwie nochmal gefühlt, hat sich irgendwas verändert, aber irgendwie, ich weiß nicht, irgendwas ist komisch. Es beginnt jetzt damit, dass ich hier die SIFA und PZB aktivieren will. Ja, PZB ist bei fahrendem Zug gesperrt. Die Türen sind aber schon auf, ne? Okay, also bewege ich mich nicht, weil sonst schmeißt mich der Train Simulator sofort hier raus. Okay, macht nichts. Wir schauen uns mal ganz kurz den Nürnberger Hauptbahnhof an. Und vielleicht ist euch schon aufgefallen, wenn wir mal kurz hier so rausfliegen. Irgendwas ist anders. Irgendwas ist elementar anders. Ich werde euch gleich auch zeigen, was das ist. Also, es hat was mit den Farben zu tun. So. Ja, Nürnberg Hauptbahnhof, man erkennt es, finde ich, schon. Ja, doch. Das Gebäude habe ich tatsächlich nie von außen gesehen oder von der anderen Seite, weil ich immer nur in Nürnberg umgestiegen bin bisher. Aber, ja, doch. Doch, doch, doch. So, also, wie immer gilt natürlich, schreibt mal eure Meinung zu der Strecke und zum Train Simulator in die Kommentare. Oder falls euch was auffällt oder so. Und falls euch das Video gefällt, lasst doch gerne ein Like da. Und ansonsten würde ich sagen, versuchen wir es jetzt nochmal hier. So, neutral. Ah, okay. Also, interessant. SIFA und PZB kann man nur aktivieren, wenn die Einstellung Coast eingestellt ist hier. Ansonsten geht da gar nichts. Interessant. Weiß nicht, ob das jetzt realistisch ist oder nicht, aber gut. So, Lichter sind an. Dann können wir eigentlich auch schon loslegen. Also feuern wir mal hier ein bisschen Strom in die Motoren. Und los geht's. Ja, der Sound, ja, also wie gesagt, wir fahren jetzt einfach das, was mit dabei ist. Das ist nämlich einmal die Baureihe 440 und dann gibt es noch ein Szenario für den Talent 2 und ein Szenario für die Baureihe 185. Ah, jetzt gerade bin ich mir nicht ganz sicher, es ist die 185 oder? Ja, 185, auf jeden Fall für eine Einheitsgüterzuglokomotive. Und ja, das sind so die Szenarien, die vorhanden sind, die Karriereszenarien.
Dann gibt es halt natürlich dementsprechend auch noch im Workshop ein bisschen was. Aber wir fahren jetzt mal ganz standardmäßig, weil das finde ich ganz interessant und ein wenig ernüchternd. Weil wir haben dieses wunderschöne Fahrzeug, also eigentlich ist die Baureihe 440 irgendwie interessant. Ich finde, sie hat immer so ein lustiges Aussehen. Es sieht so ein bisschen aus wie so eine plattgedrückte Nase vorne. Es gibt ja noch die Baureihe 1440, das ist hier die Crash-optimierte Version. Und ja, die hat dann halt eine längere Nase, aber wir haben halt quasi den vor die Wand gefahrenen Zug. Ja, macht nichts. So. Und ja, wir haben es jetzt gerade gesehen, das war ein bisschen komisch, also weiß nicht, ob das so gedacht ist, dass das nur so machbar ist, quasi, also dass die PZB nur aktivierbar ist, während man wirklich da in Coast ist. Könnte schon sein. Aber was ich ein bisschen irritierend finde, sobald wir hier einmal kurz bremsen, geht hier direkt die Notbremse rein. es ist halt so eine kleine Sache. Also ich will jetzt nicht hier wieder den Miesepeter spielen und ja, nur meckern, aber ist ein bisschen irritierend auf jeden Fall. Und eine Kleinigkeit nur. Es ist wirklich nur eine Kleinigkeit. Mit dem Sound ist wieder eine Sache, da streiten sich dann wieder da die Geister, sag ich mal. Weil, wirklich realistisch finde ich, klingt es jetzt nicht, aber es ist immer schwierig, Sound wirklich objektiv zu beurteilen. So, und jetzt gleich, wenn wir mal ein bisschen hier in Entspannung kommen, dann gehen wir auf die Grafik ein. Weil da ist wirklich was Schönes rausgekommen, was mich doch recht erfreut hat. Weil ich finde, der Train Simulator, ich meine, an der Engine, an den Basics, sag ich mal, kann man jetzt nicht mehr viel machen. Also, ich denke, das ist ausgereizt. Aber, ja, die Entwickler haben bewiesen, dass man dennoch ein bisschen was Hübsches noch als i-Tüpfelchen draufsetzen kann. Generell ist das ja so eine Sache. Ich meine, es ist schön, finde ich, dass der Train Simulator immer noch weiter existiert und auch noch weiterentwickelt wird. Weil, ich meine, bis Train Sim World da auf einem Stand ist, wo jeder Train Simulator-Spieler sagt, ja super, da gehe ich sofort rein ins Rennen. Schwierig. Außerdem haben ja hier in den Train Simulator wahrscheinlich schon Leute Tausende von Euro investiert. Und die sollen jetzt natürlich auch nicht auf einmal futsch sein, ne? Das wäre ja fatal. Da wäre ja keiner glücklich mit. Naja, okay. Vielleicht die Entwickler, aber nein, das ist, glaube ich, auch nicht in deren Interesse, dass jetzt auf einmal hier, sage ich mal, der Support abgekappt wird und nichts mehr Neues für den Train Simulator erscheint. Das wird irgendwann passieren, aber ich denke, da kann man noch beruhigt ein wenig länger warten. Ja, also Train Simulator ist eigentlich immer noch eine recht spannende Sache. Und geht immer noch weiter. Und gerade deshalb finde ich schön, wenn dann an der Grafik zum Beispiel ein bisschen rumgebastelt wird. Aber hier zum Thema Lebensdauer von solchen Simulatoren. Es gab jetzt auch mal irgendwie eine Zeit, wo, ich glaube, der Microsoft Train Simulator oder was war das? Nee, das war noch was anderes. Wo Simulatoren dann teilweise wieder ein bisschen aufgelebt haben. Ne? Und ich meine, Microsoft Train Simulator, ich weiß nicht, wer den jetzt noch spielt, den ganz alten. Aber ich meine, im Endeffekt funktionieren tut er auch noch, ne? Naja. So, jetzt gleich haben wir unseren ersten Halt hier in Nürnberg-Frankenstadion. Sehen wir da unten wieder Emergency. Wunderschön. Oh, da rechts ist wieder so Schokoladen- und Cola-Werbung. Hätte ich jetzt auch Bock drauf. Bisschen früh gebremst, aber gut. Ah, wir haben sogar einen Langzug, also Doppeltraktion hier. Das heißt, wir sollten echt bis nach vorne durchrollen. Außerdem ist das gut für die Fahrgäste, die ein bisschen zu spät kommen. Die können dann einfach noch reinhuschen. Ja, dann machen wir gleich einfach einen Blitzstart und dann geht das schon. So. Okay, also bis hier bin ich die Strecke tatsächlich auch schon gefahren. Und ich muss sagen, komisch. Das ist schon wieder. Die Türen sind nämlich jetzt offen und unten zeigt er mir aber nicht an, dass die Türen auf sind und dass die Zeit schon läuft.
Deswegen weiß ich jetzt gar nicht, ob der das überhaupt realisiert hat, dass wir hier halten. Na gut. Aber das gibt uns natürlich Zeit, uns hier ein wenig umzuschauen. Und hier im Führerstand sind ein paar nette Details. Wir können leider zum Beispiel nicht die Fenster öffnen und auch nicht die Jalousien hier runterlassen. Zumindest wüsste ich nicht wo. Ja, sie sind dargestellt, irgendwie sowas Schwarzes ist da. Aber gut. Ist jetzt nicht zwingend notwendig, finde ich immer, aber ist einfach eine ganz nette kleine Sache. Aber dafür haben wir hier das Schild für die Notleiter, falls man mal nicht hinten über die regulären Ausstiege aussteigen kann. Ja. So, Türen sind inzwischen zu. Also würde ich mal sagen, geben wir mal Vollstoff und hoffen, dass wir nicht hier direkt wieder aus dem Spiel geschmissen werden. Ach, Mann. Ja, okay, Problem gefunden, Problem gelöst. Oder? Tatsache. Ich habe keine Ahnung, warum er hier die Bremse aktiviert, weil eigentlich habe ich da nichts betätigt. Und der Hebel war auch ganz vorne. Na gut. Ich weiß nicht, es gibt halt so ein paar Unstimmigkeiten. Aber okay, wir wollen jetzt nicht weiter über das Fahrzeug rumlästern. Da übrigens gerade eine kleine Hamsterbacke an uns vorbeigerauscht. Wir gehen mal ganz kurz in die Außenperspektive und hier sehen wir ein knalliges Rot, wie man es noch nie im Train Simulator gesehen hat. Das muss man einfach mal so sagen. Und jetzt kommt der Ursprung dieser Veränderung und zwar das vergrößerte Optionsmenü. In der Regel war da immer nur diese HUD-Option, also sprich, ob man das jetzt hier ganz groß oder ganz klein haben will oder eben mit welcher Deckkraft. Und jetzt ist eben noch ein bisschen was dazugekommen und zwar zum Beispiel die Umgebungslichtintensität. Wer es lieber dunkel hat, kann zum Beispiel so eine Option wählen. So hat man zwar quasi ja, Nacht am helligen Tag. Das wollen wir jetzt nicht. Also gehen wir wieder zurück auf irgendwie so einen Standardwert. Aber wir können zum Beispiel Kontraste hier aufdrehen. Und man muss sich vorstellen, das ist der normale Look vom Train Simulator. Lassen wir es mal kurz ein bisschen auf uns wirken. Beziehungsweise generell, wir gehen mal ganz kurz zurück in die Standardeinstellungen. Weil dann kann man wirklich sagen, das ist der normale Look. Genau. Es sieht schön aus. Es sieht nett aus. Es sieht, ja, kommt eigentlich gut rüber. Außen, ja, passt soweit. Bäume, ja, so ein Grün, ein bisschen, ne? Und das ist halt der Moment, finde ich, wo man überlegen könnte, ob man nicht vielleicht ein bisschen, ah, da kommen wir gleich zu übrigens, ob man nicht mal vielleicht ein bisschen Kontrast reinhaut. Und zack, schaut euch das an. Also, das ist echt, was Wahnsinniges, finde ich. Es ist ein einfaches Mittel, ein einfaches kleines Werkzeug, sage ich mal. Und schon hat man wirklich gefühlt eine ganz andere Grafik. Ich weiß nicht, ob ihr das auch so seht oder empfindet, aber dieses Blau, vielleicht ist es auch einfach nur, weil man den Unterschied jetzt weiß. Und zwar den Unterschied zwischen dem regulären, ja, Farbschema hier vom Train Simulator und halt dem neuen Farbschema. Aber das ist schon, finde ich, nochmal ein anderes Level irgendwie. Irgendwie sieht das halt schön aus. Und auch das Grün der Bäume, finde ich, ist nochmal sommerlicher. Es ist halt ein saftiges Grün. Das ist halt wirklich. Und Farben sind halt, ja, Farben sind nicht alles, aber mit Farben kann man viel bewirken. So, jetzt weiß ich nicht, ob die 100 angekündigt wurden oder nicht. Hier sind sie auf jeden Fall. Also, was ich damit sagen will, es ist keine wahnsinnige Neuerung in dem Sinne, weil es ist nur ein kleiner Regler, der ein bisschen an den Farben rumspielt und am Licht, also wie das Licht halt hier im Train Simulator rüberkommt. Aber der kleine Regler bewirkt meiner Meinung nach ziemlich viel, womit man ziemlich viel rumspielen kann. Ja, und ihr habt es gerade schon gesehen. Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt die ganze Strecke abfahren soll. Also im Endeffekt ist es hier eine bayerische Strecke. Viel Wald, ein paar Dörfchen und ab und zu mal ein Halt. Also ich will jetzt nicht sagen, dass es gar nichts Besonderes ist, weil dafür ist die Strecke dann doch zu schön, sage ich mal, weil landschaftlich und so, ne? Aber es ist jetzt halt auch nichts Spektakuläres. Also wenn wir uns zum Beispiel mal da, ja, so Gotthardbahn, die alte, anschauen, das ist nochmal ein ganz anderes Level, ne?
Aber was ich jetzt auch nochmal zeigen wollte, ist nämlich die Kameraoption. Hier haben wir nämlich ein paar Filter. Das heißt, wir können, quasi Instagram spielen. Ja, auch mit schönem Rauschen oder hier so ein Monitoreffekt. Und, okay, sogar gebucht. Ah, das ist ja super. Boah, das kann man ja dann quasi so als Kamera. Das sieht halt echt aus, wie von so einem Monitor abfotografiert. Da haben wir noch so ein bisschen Vignette fürs Drama. Oder halt, man geht hin. Ne, Vignette brauche ich nicht. Und man geht halt hin und macht das Sichtfeld ein bisschen größer, kleiner. Okay, also auf jeden Fall, diese Farbfilter sind halt doch schon was ganz Nettes. Also, das ist halt so eine Sache, die ist jetzt nicht unbedingt zwingend notwendig. Also ich denke, jeder, der wirklich einfach nur realistisch fahren will, der wird jetzt sagen, ja gut, was soll ich denn damit? Aber es gibt halt auch ein paar Leute, ein paar schlaue Füchse, die machen manchmal schöne Videos mit sowas. Mit Spielen oder so ein kleine Trailer oder sonst was. Und da hat man auf einmal einfach, es bietet mehr Möglichkeiten. Die sind jetzt nicht unbedingt wichtig für die Simulation an sich, aber schön ist es. Ja, ich meine, Filter, das sieht man ja in unserer Welt. Wie viel wird durch Filter beeinflusst? Ah, das Bild sieht hässlich aus. Filter drüber, zack. Oh, schönes Bild, ja. Es ist Wahnsinn. Also es ist echt wahnsinnig, wie leicht der Mensch dann doch beeinflussbar ist. Aber ich meine, hier finde ich es überhaupt nicht schlimm, dass man so ein paar Bröckchen hinwirft, wo man sagen kann, okay, jetzt kann ich meinen Train Simulator personalisieren, sage ich mal. Oder, ja, an mich anpassen, an meine grafischen Bedürfnisse. Das finde ich eigentlich ganz nett. So, was ich nicht nett finde. Ah, da kommen die 60. Die werden hier angekündigt. Und hier sind sie aktiv. Ja, ich weiß ja nicht. Wo wir gerade beim Thema Realismus waren. Nee, das war jetzt nicht so gut. Also ich weiß nicht, ich würde nie ausschließen, dass ich halt irgendwas vergessen habe. Oder es nicht gesehen habe, weil ich gerade draußen war oder euch irgendwas erzählt habe vom Pferd oder so. Aber ich glaube, die 60-Ankündigung war ein bisschen spontan. Also das ist, wenn man da mit 120 entlang kachelt, also da kriegt man nicht jeden Zug mal kurz so runtergedrosselt wie den hier. Also würde ich mal sagen, das war jetzt nicht so glücklich. Schöne Hütte da rechts. Hier unter der Autobahn, oder was? So, und somit haben wir Halt in Feucht, wollte ich gerade sagen, aber in Feucht halten wir ja gar nicht. Ja. Also rauschen wir durch Feucht durch. Ich muss sagen, der Städtename, also nichts gegen Feucht an sich, aber ja. Aber ich glaube, das hat jede Stadt, die irgendwie mit irgendeinem Wort in Verbindung gebracht werden kann, was irgendwie mit anderen Dingen in Verbindung gebracht werden kann. Okay, lassen wir das Thema, lassen wir Feucht hinter uns und fahren weiter Richtung Neumark, Oberpfalz, wo unser nächster Halt halt ist. Ja, kann man sich dran gewöhnen, oder? Also, bisschen Kontrast rein und ab geht die Luzi. Ah, Aldi. Jetzt gleich können wir auch wieder 120 kacheln. Hoffentlich. Na, das lässt aber hier gerade auf sich warten. Wahrscheinlich müssen wir noch die letzte Weiche da passieren. Ah, jetzt dürfen wir sogar 140. Ich habe nachgelesen, dieses Fahrzeug kann wohl 160 km/h fahren. Das Spannende ist, hier ist ein Geschwindigkeitsrestriktionsleuchtmelder, der geht über 120 an. Habe ich jetzt leider nicht ganz gecheckt, wofür das ist. Aber gut. Vielleicht hätte ich doch mal ins Handbuch schauen sollen. Genau, jetzt ist es an. Aber gut. Außerdem haben wir ja auch einen Grünschleife-Leuchtmelder. Grünschleife, weiß ich leider nicht, was das sein soll. Würde mich aber auch mal interessieren. Kann man aber auch nicht bedienen. Generell ist das jetzt kein Fahrzeug, wo man hier groß
Knöpfchen drücken kann, leider. Gut. Aber ich finde es schade eigentlich, dass hier ein Fahrzeug mit rausgebracht wurde für den Train Simulator 2020, also was Neues, was dann aber leider irgendwie doch nicht so ganz auf dem aktuellen Stand ist. Und wo die 120 jetzt wieder angekündigt werden, das frage ich mich jetzt auch schon wieder. Also, ja. Zudem finde ich ein bisschen schade, dass hier tatsächlich keine Hektometer-Tafeln sind. Also die Kilometrierung fehlt. Das finde ich auch ein bisschen schade tatsächlich, weil... dafür hier so ein schönes Detail, so kleine Gleitstückchen da in der Mitte. Naja, finde ich halt so ein bisschen schade. Gut. Aber was soll's. So. Ja, ich würde sagen, ich fahre jetzt einfach noch ein bisschen weiter hier durch die Gegend. Und wir schauen nochmal kurz die Haltestellen uns an und fahren dann weiter Richtung Rengsburg. Jetzt wollte ich es nämlich, genau, weil ich wollte das sowieso mal reinbringen. Hier in Bayern, ne? Wir sind ja gerade hier in Bayern. Hier in Bayern heißt das nämlich dann nicht Regensburg, das habe ich von einem Bayern gelernt, sondern Rengsburg. Ne? Da war nämlich eine lustige Situation. War tatsächlich sogar auf dem bayerischen Volksfest. Man mag es kaum glauben, auf was für Sachen ich bin. Komisch, ne? Ja, bayerisches Volksfest, unterhalte ich mich mit einem. Man kannte sich irgendwie so über ein paar Ecken, ne? Sitzt am Tisch, erzählt so ein bisschen, was er beruflich macht und so. Und bist dann öfters hier in der Gegend, wo ich dann halt gerade war. So, wo kommst du denn her? So, ja, ich komme aus... Genau, nee, beziehungsweise dann hat mir vorher einer gesagt, dass der aus Regensburg kam. Da habe ich gesagt, ja, du wohnst ja in Regensburg. Regensburg ist ja auch echt schön. Und dann kam auf einmal ein böser Blick. Dann wurde der Maskrug abgestellt und dann kam... Dich heißt Rengsburg! Ja, und dann war die Sache erledigt, also... Von daher fahren wir jetzt nach Rengsburg Hauptbahnhof. Und ja, ich würde sagen, wir machen das Ganze hier jetzt so, dass ich jetzt hier ein bisschen im Zeitraffer rumfahre. Habt ihr ein bisschen was von der Strecke, aber ich denke, wir müssen das jetzt nicht ausreizen. Ich denke, es werden bald auch irgendwann wieder vielleicht schöne Strecken hier für Trains in World erscheinen. Ich meine, da sind sie ja halt dabei, immer wieder neues Zeugs rauszuhauen und den Bestand etwas zu erhöhen. Und da kann man auch gespannt sein, was da noch alles rauskommt. Aber an sich würde ich sagen, genießen wir einfach mal eine schöne Fahrt hier in unserer Baureihe 440. Und ich würde sagen, bis gleich in Rengsburg oder etwaigen Zwischenhalten. Servus, vierti Gott. So, ja, was war das denn? Ja, da hatte ich gerade eine kurze Zwangse kassiert. Ein bisschen zurecht, ne? Ich bin ein bisschen rasanter gen Signal gefahren. Ja, doof gelaufen. Also ich weiß jetzt nicht, wie viel km/h ich genau da über den 85 km/h war, die ich erreichen hätte müssen beim Prüfmagnet. Aber gut, shit happens, ist passiert.
War jetzt noch nichts, wo ich sagen würde, das war jetzt besonders kritisch, aber sollte eigentlich natürlich nicht vorkommen. Aber ich habe schon Vollbremsung reingehauen und das Ding hat ein bisschen träge reagiert, fand ich. Aber gut. Wir sind auf jeden Fall jetzt in Neumark, Oberpfalz. Lassen hier mal ein bisschen die Leute ein- und aussteigen. Und dann geht's auch quasi direkt schon weiter. Und zwar mit 130 km/h. Sehr schön. Ja, aber bis hierhin, was man von der Strecke so gesehen hat, ja, ist halt Wald und Wiesen, beziehungsweise Felder eher. Aber das war jetzt gerade schon eine interessante Situation. Ich weiß nicht, warum der dann nicht so gebremst hat, wie ich mir das vorgestellt habe. Aber gut. Das macht's doch letztlich auch aus. Ja, interessant ist, dass irgendwie ab einer gewissen Geschwindigkeit die Bremsgeräusche komplett ausfallen. Schön da mit dem Ventilator. Also so die Dachaufbauten, die sehen halt echt gut aus, finde ich. Und auch innen, das passt. Vor allem jetzt mit dem Kontrast, mit dem erhöhten Kontrast, sieht das halt nochmal wahnsinnig aus. Das sieht aus wie ein ganz neuer Zug. Obwohl es kein neuer Zug ist. Also sowohl das Modell als auch das Original inzwischen ja schon. Auch schon ein bisschen älter. So, Türensound hat gut funktioniert. Ist das wirklich so, dass die vorne... Aha. Das sieht irgendwie größer aus. Irgendwie sieht die Grundform anders aus von den Köpfen. Okay, wir fahren weiter Richtung Überdining. Ich würde sagen, auf geht's mit Gebrüll. Boah, holla. Jetzt ein bisschen Beförderungsqualität. Ja, okay, das war jetzt echt ein ekelhafter Ruck, der da einmal durchs Fahrzeug gegangen ist. Naja, also weiter geht es über Deining. Moment mal, was hatten wir denn noch für einen Halt? Ah, okay, Parsberg und Beratzhausen steht hier noch bevor. Bevor wir dann letztlich in Rheinsburg halten. Okay, also weiter geht's. So, nächste Station ist dann auch schon Parsberg. Halt nun mal allmählich die Bremsung ein. Wobei, wir sind 6 Minuten zu spät. Also von daher würde ich mal sagen, ist es vonnöten, hier mal ein bisschen sportlicher zu fahren, damit wir ein bisschen Zeit reinkriegen. Oh. Ah, nein! Ah, Mist. Ja, das war dann eben wieder dieser Punkt, wo dann die Notbremse eingegriffen hat. Unbeabsichtigterweise natürlich. Somit sind wir dann auch schon bei 2837 Minuspunkten. Aber dafür konnten wir jetzt noch ein bisschen Zeit gut machen. Was dann auch wieder ganz nett ist, ne? So. Okay, so sieht es hier also aus. Boah, wir stecken im Haus fest. Ja, ich meine, wenn man sich jetzt sowas anschaut, also die Textur ist ja Wahnsinn. Wenn man sich das jetzt so, na, vielleicht für ein bisschen weiter, so, genau. So, wenn man sich das so anschaut. So, vielleicht, ja, das Schotter sieht nicht ganz so. So. Das könnte ein Bild sein. Das könnte wirklich ein Bild sein. Also ist schon schick. So, Unpünktlichkeitsstrafe, 6 Minuten.
Da kommt direkt der Satan und holt einen ins Fegefeuer. Ja, Wahnsinn, das ist echt eine harte Strafe. Okay, also, ja, somit sind wir bei minus 4973 Punkten angelangt. Ja, wer das unterbieten kann, herzlichen Glückwunsch. Weiter geht's Richtung Beratzhausen. So, unser nächster planmäßiger Halt ist dann Beratzhausen. Soweit alles grün. Wir haben momentan eine Verspätung von 4 Minuten. Das heißt, wir haben ein bisschen Zeit gut gemacht. Da bin ich schon ein bisschen stolz drauf, muss ich ganz ehrlich sagen. Sie dürfen uns natürlich nicht wieder hier bei der Bremsung verkacken, weil wir sind gerade wieder sportlichst unterwegs und trudeln hier mit maximaler Bremskraft rein. Aber das war vielleicht ein bisschen sogar zu überzogen. Na, 60, 50. Nee, das passt wunderbar. Schön. So. Somit konnten wir echt ein bisschen Zeit gut machen. Bis zur Harttafel. Ja, rutschen wir jetzt nicht durch. Lassen wir einfach mal den Zug hier stehen. So. Perfekt. Jo. Wunderbar. Ja, nichts alt ist dann schon Rengsburg. Ich muss sagen, ich freue mich auf Rengsburg, weil Regensburg ist echt was Nettes. Übrigens mit Rengsburg, also ich glaube, das sagen nicht alle Bayern. So. Ja, noch eine kurze Sache. Das finde ich sieht total faszinierend aus mit den Leitungen. Leider ist das so, dass die an einer Seite starr sind. Das sieht man hier auch, da gucken sie raus so ein bisschen. Und an der anderen Seite fest. Das heißt, es ist nicht dynamisch simuliert. Aber ich glaube, das würde auch den Rahmen sprengen, weil so eine dynamische Simulation von so Leitungen, das ist schon relativ komplex dann. Ja, da muss man nur die Leute vom Feuerwehrsimulator oder sonst was fragen. Naja, wir fahren jetzt auf jeden Fall weiter zu unserem letzten Halt, Rengsburg Hauptbahnhof mit minus 6226 Punkten. Wird ja immer besser. So, in Kürze erreichen wir dann auch unsere Endstation Regensburg Hauptbahnhof. Ja, und zusammenfassend kann man sagen, es ist eigentlich eine ganz nette Strecke. Allerdings müssen die bei einigen Details noch ein bisschen nachbessern. Also da geht es halt um so Sachen wie ja, Geschwindigkeitsangaben bzw. Geschwindigkeitsankündigungen. Weil das ist dann doch manchmal etwas tricky, wenn man das erraten muss, sage ich mal. Oh, jetzt bin ich ein bisschen zu schnell. Naja, jetzt vielleicht muss das wieder passen. Egal, die paar Minuspunkte können wir uns auch noch gönnen. Nee, das ist manchmal ein bisschen schade, finde ich, weil das sind so Kleinigkeiten, wo ich denke, ja, da hätte man doch eigentlich... Ah, nee, wir sind jetzt erst in Regensburg-Prüfening. Entschuldigung. Ah, stimmt. Ich habe gerade gedacht, so, das ist noch nicht so städtisch hier. Wann kommt ein Regensburg-Hauptbahnhof? Naja, gut. Egal, ich finde die Strecke echt schön. Aber halt so ein paar Details. Es ist jetzt auch, es ist halt eine schöne, nette bayerische Strecke. Es ist jetzt halt nichts wahnsinnig Bombastisches, ne? Es ist einfach eine schöne bayerische Strecke. Also nichts gegen schöne bayerische Strecken, aber, ne? Vielleicht wisst ihr, was ich meine. Aber, ja. Kann man so anbieten. Fahrzeug, bin ein bisschen enttäuscht, dass es halt wirklich genau
das Gleiche ist, was wir schon kennen, mit den gleichen Macken. Ein paar Sachen, wo man denkt, hätte man vielleicht mal ein bisschen drüber schauen können. Eben wie bei der Strecke. Und so ein paar Sachen wie Kilometerangaben und sowas. Das ist, ich denke, dass viele das nicht brauchen. Viele sagen, okay, das passt doch so. Aber es ist, wäre schon eigentlich zu erwarten, vor allem wenn das eben mit ja, das Titelcover ausmacht von diesem neuen Train Simulator 2020. Also ich finde, dann erwartet man da schon auch eine gewisse Qualität. Aber gut, die Reise an sich war eigentlich ganz nett. Wir hatten tatsächlich ein bisschen Action auch zwischendurch. Zwang sind wir mit dabei und dieses und jenes. Ich werde das jetzt so gestalten, dass das ein bisschen zeitrafferlastig wird. Aus mehreren Gründen. Weil einmal denke ich, ja, ist jetzt schon ein bisschen länger draußen die Strecke. Und es ist jetzt halt auch nicht so eine Strecke, wo ich sagen würde, boah, schaut euch das mal an. Also in der Realität ist es ein bisschen anders, da gibt es sicher was zu schauen. Aber hier ist es halt, man sieht halt viel Wald und viele Felder. Ist ganz schön, aber ich denke, man kann das auch im Zeitraffer zusammenfassen. Und ich muss auch ein bisschen meine Stimme schonen. Jetzt gerade geht es tatsächlich, aber die ist mir nämlich kurz vor der Aufnahme ein bisschen abgedriftet. Na gut. Also könnt gerne mal Feedback geben, wie ihr das so fandet. Ansonsten fahren wir jetzt rein in den Bahnhof. Weiß nicht, wann war ich das letzte Mal in Regensburg? Ah, dieses Jahr auf jeden Fall, aber ich weiß jetzt nicht mehr ganz genau wann. Genau, da ist der Glasüberweg, diese Glasüberführung. Man erkennt es schon von hier. Aber Regensburg ist echt eine schöne Stadt. Lohnt sich auf jeden Fall, mal da vorbeizuschauen, wenn man in der Nähe ist. Ich habe sehr schöne Dinge in Erinnerung. Da in Regensburg. Ja, doch. Kenne auch ein paar Leute. Ist schon schön. So, 14.41 Uhr, 14.37 Uhr hätten wir da sein sollen. Ja, super. Sind wir doch noch eigentlich recht gut dabei. Also dafür, dass wir teilweise schon 6 Minuten Verspätung hatten, auf jeden Fall über den magischen 5 Minuten Verspätung, und jetzt sind wir eigentlich mit diesen paar Minütchen hier gut dabei. Freut mich. Ist natürlich ein bisschen unbelohnend vom Train Simulator, dass der mir hier, die Schokolade da links, lecker, lecker, lecker. Ich glaube, da könnte ich mir gleich was. Dass die einen hier dann immer mehr Minuspunkte aufbrummen, aber gut, ist halt so. Ich muss sagen, ich achte sowieso eigentlich gar nicht so wirklich darauf. Das ist so, ist ganz lustig, aber ich brauche eigentlich kein Punktesystem in einem Train Simulator. Aber gut. So, jeder Jack ist anders, ne? Jetzt halten wir mal hier. Jetzt haben wir natürlich irgendwie. Na doch, wir haben richtig gut und vor allen Dingen schön bei der Schokolade hier. Das war eine gute Fahrt. Ja, es gab nämlich nur 8081 Minuspunkte. Also, ja. Ja. Das ist so, wie wenn man einem sagen würde, sehr besonders. Das Essen schmeckt interessant. Okay, also macht nix. Ich wünsche euch einen schönen was auch immer. Servus. Oder was sagt man noch so in Bayern? Habe die Ehre. Oder, führt die Gott. Ja, mehr fällt mir jetzt nicht ein. So, also, in dem Sinne, tschüss, macht's gut. Euer Zingis.